Hallo und herzlich willkommen zurück zu Forever Skies. Und ja, wir sind immer noch hier auf diesem Gewächshausturm. Oh, der ist echt riesig. Der ist echt riesig. Und wir haben jetzt eine Armbrust gegen diesen kleinen miesen Kerl. So, wir haben jetzt eine Flasche Pflanzenöl. Eine würde ich vielleicht gerne noch voll machen. Frage ist natürlich nur, ob wir das schaffen. Also ob hier noch genug rumstand. An Pflanzenöl. Zwei brauchen wir noch. Ja, ich glaube, oben stand irgendwo noch eins. Aber ich hätte halt gerne dieses Kristallkram. Das ärgert mich so ein bisschen. Ich hatte stark die Hoffnung, dass wir das hier finden. Hier plätschert es auch. Also hier waren wir definitiv. War hier weiter unten noch irgendwas? Ich glaube nicht, oder? Ne, hier sind wir auch nur hochgekommen. Von der Plattform. Okay, alles klar. Haben wir hier das und das Gewächshaus? Dann gucken wir hier nochmal. Hier haben wir nämlich noch ein Ölfass. So, jetzt haben wir nämlich zwei Flaschen voll Pflanzenöl. Das soll auch erstmal reichen. Das war das, was ich wollte. Was ist das? Okay. Wir nehmen die Dinge einfach auch mal mit, um zu testen. Ist hier sonst noch irgendwas zu scannen? Nee, ne? Hier gibt es so viel. Man muss so verdammt aufpassen, wo man hinläuft. Das ist Wahnsinn. So. Natürlich stacken die nicht. Plus 30 Nahrung sollte abgekocht werden. Was? Filtert Wasser? Filtert Wasser aus der Luft. Vor dem Trinken sollte es abgekocht werden. Filtert Wasser aus der Luft, gibt aber 30 Nahrung. So. Das sind alles noch Sachen, die wir abbauen könnten, aber ganz ehrlich, wir haben im Moment so viel Stuff. Was haben wir hier? Hier haben wir noch eine Kaffeenuss. Hier können wir noch hoch. Vorsichtig. Soll das irgendwas sein? Nee, ne? Ja, hier können wir aber auch einfach nur hoch. Da kommen wir nirgendwo sonst rein oder irgendwas anderes. Mich halt eigentlich auch gar nicht so lange bei so einem Ding aufhalten. Aber so, Fräulein.
Wer ist jetzt am längeren Hebel? Hier können wir auch noch hoch, aber das Problem ist, das Inventar ist schon wieder voll. Und jetzt noch eine Tintenknolle mitnehmen? Nee. Die Tintenknolle hat gar nicht so viel gebracht. Und die können wir jetzt mal essen. Plus 15 Energie. Essen wir auch mal. Aber die werden wir dann auch mal kochen. Wow, hier gibt es halt echt. So viel zu gucken. Da drüben waren wir noch gar nicht, ne? Wir müssen da hoch, wir können von da aus da drauf laufen. Die Frage ist, und wir kommen da nicht rein, ne? Vielleicht von hinten, aber wie kommen wir dann wieder raus? Gerade, dass wir jetzt nicht Tag haben, wir sind fast mit am höchsten Punkt. Aber warum kann man hier hochgehen? Hier oben ist nichts außer einer Kaffeenuss. Chili. Oh Mann, warum sind wir denn so voll? Muss erst noch mal. Noch weiter runter. Aber auch riesig hier. Es ist einfach riesig. Das ganze Ding hier ist einfach riesig. Hunger habe ich. Fette Staubmotte. So, die einlullende Gras. Gift hat eine gefährlich stimulierende Wirkung auf menschliche Nervenbahnen. Plus 20 Nahrung, minus 20 Energie. Wie sieht es aus, wenn wir die kochen? So, hier hinten. Kreuzblume haben wir keine. Die gab es hier, glaube ich, auch nicht. Außer, ich weiß nicht, eine. Voll, voll. Die ganzen Kisten sind voll. Sind halt mit 6 Slots auch nicht gerade groß. Ein Plastikmüll. Machen wir uns noch eine Lagerkiste. Da habe ich echt die ganze Aufnahmesession heute quasi hier. Verbracht. Gold Lulling Crest Cricket. Plus 50 Nahrung, plus 30 Energie. Wow. Grüner Kolander. Brauchen wir auch mal. Und dass man die Kisten nicht übereinander stellen kann. Ich kann doch hier nicht so viel Platz verschwenden, nur für die Kisten. Ja, man könnte doch jetzt hier irgendwie, dass man die nochmal an die Wand pinnen kann oder es eine Art Regal gibt. Aber ich habe jetzt hier auch keine Datenpads mehr gefunden oder ähnliches.
Nicht genug Auftrieb? Ach du schöne Schande. Ja, jetzt haben wir, wir haben ein Problem. Den Kraftstoff kriegen wir garantiert irgendwo hier rein. Dann brauchen wir scheinbar mindestens. Den lassen wir da jetzt mal drin. Mindestens brauchen wir noch einen Motor. Dafür brauchen wir 6 Maschinenteile. Dann bauen wir uns nämlich noch einen Motor. Dann sollten wir eigentlich wieder genug Power haben. Jetzt haben wir vor allen Dingen auch diese Hummer-Dinger. Aber den Rest nicht. Das ist zum Verzweifeln. Komplett voll. Ja, jetzt brauchen wir aber auch wieder Printing completed. Kraftstoff. Printing completed. Nochmal. Printing completed. Nochmal. Printing completed. Inventar ist voll, danke. So. Caution. A storm is coming. Ah, das auch noch. Dann haben wir nicht genug Auftrieb. Oder war das jetzt eben Denkfehler? Vor allen Dingen, ich habe das ganze Inventar voll Kram. Warte mal, nicht genug Auftrieb. Es geht um Auftrieb. Ah, ich muss den Luftschiffballon vergrößern. Da oben steht es ja. Nee. Ich muss den Luftschiffballon vergrößern. Ja, irgendwas müssen wir mal. Irgendwas müssen wir weghauen. Die Flicken brauchen wir halt tatsächlich am wenigsten, ne? Schmiss die Flicken weg. Die liegen jetzt da. Mal gucken, wie lange die da liegen. Und genau in dem Moment werden wir irgendwie vom Blitz getroffen oder so. Forschen können wir auch nichts. Nichts. Es ist zum Mäusemelken. Aber wenn wir nicht genug Auftrieb haben, brauchen wir noch eine Turbine. Gut, für die Turbine müssen wir Dinge herstellen.
Wir haben halt hier so viel Essen und so gesammelt, ne? Wir brauchen noch 4 Maschinenteile. So. Ach Quatsch, ich brauche doch... Ja. Quatsch, diesen... Ah, wie heißt das? Ach, hier. Was sollte ich? Verwende den Luftschiffbauer, um den Ballon zu erweitern. Das ist der Luftschiffbauer. Aber gab's nicht. Verwende den Luftschiffbauer, um den Ballon zu erweitern. Ballonkern. 5 Helium, die haben wir natürlich nicht. Ja, dann brauchen wir hier gar nicht mehr Ballon vergrößern. Wir brauchen allein... Das ist natürlich jetzt übel. Ja, dann müssen wir... Aber immerhin haben wir jetzt ein bisschen mehr Platz. Wir haben zwar hier auch Stuff, aber diesen Stuff... Genau, das würde ich so machen. Das packen wir hier rein. So, dann haben wir aber immerhin wieder ein bisschen Platz. Die kleine Lagerkiste. Wir brauchen halt unbedingt Helium. Und wir brauchen einmal Helium, um es zu erforschen. Und dann nochmal Helium. Um es herzustellen. Den Kram schmeiße ich jetzt auch raus. So, jetzt haben wir hier wieder 2 Plätze. Hier vorne habe ich nichts mehr drin. Gut. Kraftstoff ist voll. Was ein Gedöns. Ja, ich habe da jetzt nicht richtig gelesen. Das war jetzt definitiv mein Fehler. So, ja, Öl. Ich mach lieber das Öl hier rein. Mit dem Öl weiß ich noch gerade nichts anzufangen. Den würde ich jetzt gerne mal essen. Plus 40 Nahrung gibt er nur, aber kein Wasser. Filtert Wasser aus der Luft. Vor dem Trinken sollte es abgekocht werden. Aber, okay, das ist noch ein bisschen falsch. Die esse ich einfach mal so. Die würde ich gerne noch probieren zu kochen. Einfach alles mal durchtesten, ne? Plus 40 Nahrung. Aber gar kein Wasser. Wasser haben wir draußen noch. Aber wir sind eigentlich fit wie ein Turnschuh, ne? Gut, dann bleibt uns nichts anderes übrig. Weil es ist ja auch... Wow. Wo war das? Beim Windpark, ne? Da haben wir, glaube ich, das Helium gefunden. Dann fliegen wir mal Richtung einem Windpark. Ja, da drüben mit den... Genau, der hat die 2 Lichter, weil wir müssen auf jeden Fall den Ballon erstmal upgraden, bevor wir irgendwas anderes machen können. Gekochtes Hummer-Chili. Das hört sich irgendwie lecker an. So.
Ja, guckt mal, hier steht ziemlich viel Stuff rum. Hier kriegen wir auch wieder Kupfer. Aber ich meine, hier hätten wir auch das Helium. Lassen wir hier rein. Da an dieser Option hatte ich gar nicht gedacht, dass wir den Ballon auch vergrößern können. Muss ich ganz ehrlich sagen. So, die Folge ist auch wieder rum. Aber wir haben wieder ein bisschen Platz im Inventar und ja, wir haben jetzt Aufgaben. So, das ist der gekochte. Plus 10 Nahrung, plus 10 Energie. Brauchen wir mal. Hier liegen immer noch die Dinge rum. Pack ich mal da rein. Das verdorbene Essen mache ich auf jeden Fall weg. Hier ist definitiv alles voll, ja. Aber einmal Flicken dabei zu haben, ist ja auch nicht verkehrt. Ja. Mach das mal. Was haben wir jetzt hier noch? Den grünen Kolander. Ich teste halt immer durch das Essen, ob das noch irgendwelche anderen Auswirkungen hat. Versuch macht klug, nicht wahr? So. Ich meine, wir hätten hier, aber ich kann mich auch täuschen. Falls ihr noch wisst, wo ich das Helium gefunden habe. Dürft ihr euch gerne dazu äußern. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Da, da, Helium, Helium. Hab's gewusst. So, jetzt erforschen wir das direkt mal. Ah, hat mich... Entleerung des Mülls, das ist unsere letzte Lieferung hierher. Der Lift, auf dem wir gearbeitet haben, scheint komplett mit Staub bedeckt und zerstört worden zu sein. Wir wissen nicht einmal, ob unsere letzte Ernte für irgendjemanden von Nutzen sein wird. Wenn du hier etwas findest, was dir nützlich erscheint, nimm es ohne zu fragen. Mach ich eh. So, gut, alles klar. Also wir haben Helium gefunden. Da oben ist auch noch ein... Ach so, hier brauchen wir Batterien, um reinzukommen. Blockade, Werkzeug erforderlich, Messer oder Armbrust. Zack. Das haben wir jetzt wenigstens schon mal. Neues. Ja. Gut, also jetzt ist wirklich Schluss. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schaut euch auch die anderen Videos auf meinem Kanal an. Und wenn euch gefällt, was ihr seht, würde ich mich über ein Abo natürlich am meisten freuen. Beim Abonnieren, Glocke aktivieren nicht vergessen. Wir sehen uns. Habt bis dahin eine schöne Zeit. Ich glaube, ich habe mich jetzt gerade getötet. Jo. Und ja, bis zur nächsten Folge dann. Macht's gut.